Ja, ich sage euch ein herzliches Hallo bei der Krampel oder Krampus oder Krampel oder Krampus Challenge 2016. Eine wunderbare Idee von Tini Kleinrath und Gerry Schuller. Vielen Dank. Und ja, der liebe Wolfgang R. Ziesler hat mich nominiert und hat mich auf dem Örtchen angetroffen, wo ich die letzten Tage und Stunden meistens verbringe, wenn ich nicht gerade im Bett bin, nämlich ja, die Magen- und Darmgrippe macht es möglich. Und ja, gemäß der Krampus-Challenge begebe ich mich jetzt in ja, den Ort, der möglicherweise in der nächsten langen Zeit einer der sichersten ist, nämlich hinunter in den Keller. Und ja, wünsche euch schon jetzt viel Vergnügen, oder wird's finster, ja, bei meinem Versuch zur Krampel Challenge etwas Sinnvolles beizutragen. Er hat ein sehr lieb braunes Föhn mit Stürmes ein bissl an Grind. Er hat bestechend blaue Augen, da geht alles nicht so geschwind. Nicht sehen tut man seinen scharfen Ruf aus Lachs an die schwarze Schuld. Man sieht ihn oft mit Nikolaus, den lacht er am liebsten aus. Drum denkt's an eure Kindheit zurück. Sie verschluckt. Der Gute ist der Nikolaus, der Krampus ist ein Graus, weil sonst heißt's Öha, hol das, bumst den Asel. Den Krampus, den wollen wir nicht, weil sonst heißt's Öha, hol das, bumst der Nazi. Jetzt haben wir uns verwöhnt. Na Öha, na hol das, bumst den Asel. Wer hat denn dem bestellt. Und Öha, hol das, bumst den Asel. Jetzt haben wir uns verwöhnt. Jetzt haben wir uns. Jetzt haben wir uns verwöhnt. So, naja, ich hoffe, ich habe euch angenehm geschreckt mit dem Geschichtel. Das ist ja besser als Halloween. Naja, und also, jetzt, wo ich mich da wieder ins Bett rein habe, nicht zu vergessen, nominiere ich meinen lieben Freund Harry Ahammer für diese Krampus-Challenge. Harry, mach was draus. Pfiat euch, Papa. Und wisst ihr, es Kreuzerl. Danke.